So, willkommen zurück. Wie ihr vermutlich bemerkt habt, zeigt dieser rote Strich, wo wir sind. Wir können also durch den Clip navigieren. Som I kan se, så kan man tage fat i den her røde streg og navigere rundt i klippet. I kan også se, at der undervejs er nogle små, hvad skal man sige, opdelinger. Det er mig, der har klippet de enkelte sætninger ud. Ihr seht auch, dass da kleine Markierungen sind hier. Da und da und da und da. Und das sind alle Markierungen von den einzelnen Sätzen. Ja. Gut. Og vi kan til hver en tid sætte markøren her og trykke på play. Og ja, den her. Og vi kan gøre det igen og igen, sådan så vi hører, hvad der bliver sagt de enkelte steder. Wie ich auf Dänisch gesagt habe, man kann jederzeit diesen Strich hier irgendwo platzieren und dann abhören, ablauschen, was da gesagt wird. Zum Beispiel in diesem kleinen Satz. Hören wir mal. Og hvordan vi derefter indspiller det på fremmedsprog. Gut. Aber die Aufgabe ist jetzt die, dass wir alle die kleinen Sätze auf Deutsch sagen müssen. Also wir müssen eine passende Übersetzung finden und dann das alles irgendwie einspielen. Ja, wir wollen also die einzelnen Sätze ablauschen und dann in die Zielsprache übersetzen. Und deshalb habe ich ein kleines Papier hier gemacht. Derfor har jeg lavet et lille Stück Papier her, hvor man kan følge med herude i, hvor mange sekunder de ligger på, hvornår de starter. Så har man mulighed for at skrive af, hvad der bliver sagt på originalsproget, og lave en passende oversættelse over i det sprog, man vil oversætte til. Wie gesagt, hier seht ihr, wann die verschiedenen Sätze anfangen und man hat dann die Möglichkeit, die Originalsprache hier aufzuschreiben und dann eine passende Übersetzung zu finden. Ja, das machen wir also, machen wir das.